Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Wie versprochen, diese Woche wieder zwei Folgen, obwohl es längere Zeit auf der Kippe gestanden ist, weil mal wieder alle krank sind. Ich glaube, diejenigen, die Kinder haben, die wissen es, ja, aber wir haben es jetzt zum Glück trotzdem geschafft. Wir haben Freitag, den 6. September, 10:13 Uhr zum aktuellen Zeitpunkt. Ich glaube, mittlerweile muss man sogar echt schon Minutenangaben machen. Beim letzten Mal hat es ja wohl wieder irgendwelche Hackerangriffe auf uns gegeben, die schon gehört haben, dass wir recht bearish für Nvidia waren, und prompt ging es am nächsten, nee, schon 2, 3 Stunden nach Podcastaufnahme ging es deutlich nach unten. Also da Da haben wir wieder fließen die gesehen. Daten anscheinend von Riverside direkt an die Ja. US-Investoren, und die schieben direkt Panik und haben dann einfach Nvidia abverkauft Ja, dann. oder ich muss es ja dann auch im Anschluss hochladen auf YouTube. Ich glaube, dass da irgendwo so ein Datenleck dann drin ist, und da sind die großen Hedgefonds dann einfach schon mit am Start, und die haben gehört, ey, die Jungs, die waren da etwas kritisch gegenüber. Das ist auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass man mal so ein bisschen Was verkaufen sollte. muss passieren, wenn wir dann mal über Alphabet sprechen? Laden das dann vorab auf YouTube hoch, da wird es ja dann richtig abgehen, wenn Nee, du die je lassen es dann nachdem. gar nicht veröffentlicht. Sei Und da, ihr nicht auf Video einmal konnte nicht Spikes. hochgeladen werden. Deswegen sind wir immer so positiv gegenüber Alphabet. Ja, wir wollen uns ja auch mit denen nicht verscherzen, ja, Genau. weil sonst kriegen wir irgendwann so auf einmal der Kanal einfach weg oder so, ja. Also da muss man immer vorsichtig sein, ja. Ja, es gab einige Zahlen die Woche. Broadcom war mit dabei, UiPath, und ja, die Schmutzaktie der Woche, wie immer, C3 AI. Ich glaube, die haben schon mittlerweile, die sind da der alleinige Rekordhalter, mit Plug Power wahrscheinlich zusammen. Auch da wollen wir natürlich mal noch kurz mit reinschauen. Aber es gab auch spannende Nachrichten. Jetzt wenige Minuten vor Aufnahme unseres Podcasts hat die niederländische Regierung sich gemeldet. Da werden natürlich fast alle von euch wissen, um welches Unternehmen es da nur gehen kann. Bei ASML gibt es neue Exportbeschränkungen. Darauf werden wir noch ein bisschen eingehen. Und Michael hat wieder Tesla-Nachrichten mit dabei. Ich weiß, 3/4 von euch werden jetzt schon mir sagen, oh nee, nicht wieder Tesla, ja, aber wir müssen auch die anderen 25% bedienen. Ja, dann würde ich jetzt einfach sagen, bringen wir es einfach so schnell wie möglich hinter uns. Was gibt's Neues bei Tesla? Erzähl mal. Okay, ich dachte, das kommt noch. Ja, erstmal ganz kurz noch zum Gesamtmarkt. Wir nehmen ja jetzt auf, du hast ja das Datum genannt, vor dem US-Arbeitsmarktbericht. Also je nachdem, wenn das jetzt, wenn ihr das samstags früh oder nachmittags hört, kann auch schon wieder vieles anderes passiert sein, weil aktuell sieht so ein bisschen, ja, nach Gewinnmitnahmen nochmal aus, sondern auch so ein bisschen, ich sag mal, Angst oder Respekt vor den Zahlen. Wir hatten gestern am Donnerstag schon einen ADP-Bericht, der war ein bisschen schwächer. Jetzt ist wieder so ein bisschen Angst da, dass die Wirtschaft doch stärker abkühlt. Und das in Kombination gestern mit den Zahlen, auf die wir noch eingehen werden, von Broadcom und Co., ja, sorgt vorbörslich für ein bisschen Druck. Am Donnerstag war aber unter anderem Tesla wieder sehr stark und gegen den Trend 4% im Plus. Das lag daran, dass das Tesla AI-Team, das wurde auch dann von Elon Musk geteilt, die haben so eine kleine Roadmap nochmal rausgegeben zum Thema Full Self-Driving oder was so in den nächsten Versionen so alles kommen soll. Ich habe auch viele von diesen Videos jetzt gesehen mit dieser neuen Smart Summon-Funktion, wo man dann den Tesla herbeirufen kann. Das ist schon echt crazy. Also die Leute sind echt durchgedreht. Du stehst halt irgendwo am Ende vom Parkplatz, es regnet gerade, dann kannst du den halt einfach herrufen. Du siehst auf der App gerade, wo das Auto ist, wo er langfährt, was das Auto sieht, und der macht das halt alles komplett alleine, auch durch Kreisverkehre, was weiß ich was. Also das Kann ist ich ihn dann schon. auch in den nächsten Fluss reinsteuern, dass ich ihn dann los bin, oder wie geht Das es? ist ne, ja, wenn du selbst im Fluss stehen würdest, vielleicht, weiß nicht, was er dann machen würde. Dann würde, wie diese Lime-Scooter, die man da immer, wie die Leute immer reingeworfen haben, ja, kannst du auch dein Tesla reinsteuern. Nee, aber das war schon echt krass. Und das soll jetzt bald released werden. Im September soll es unter anderem nochmal so ein größeres Update geben, ja, dass da viel weniger Eingriffe nötig sind. Dann soll das Ganze beim Cybertruck noch eingeführt werden. Dann soll es so ein Eye-Tracking geben, auch mit Sonnenbrille. Und das Wichtigste ist, also im Oktober soll es dann nochmal ein deutliches Update geben, weil sie sind ja gerade dabei, alle paar Wochen so eine neue Version hochzuladen und dann zu testen. Aber was das Wichtige ist, wieso die Aktie so stark war: Sie planen jetzt fürs erste Quartal 2025 die Einführung von dem Full Self-Driving in Europa und in China. Und ja, das hat, glaube ich, so ein bisschen für Hoffnung gesorgt, dass sie doch
ganz weit vorne mit dabei sind. Zuletzt hatten wir ja sogar Waymo, ja, ganz vorne, da fahren ja schon die ganzen Autos in mehreren Städten, war wirklich auch jetzt schon für Geld, also nicht mehr nur so im Test, sondern für Geld. Aber Tesla möchte da jetzt nachziehen. Am 10.10. ist ja dieses Robotaxi-Event, da gab es jetzt auch nochmal so ein paar Meldungen und mögliche Bilder, dass man dann auch diese Sitze so gegenüberstellen kann, also dass man wirklich dann gar nichts mehr machen muss. Die große Frage ist natürlich, ja, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, also China, Datenschutzgeschichtchen oder hier US-Unternehmen, ob da dann so einfach die Genehmigung kommt von den Behörden bezüglich Autopilot, wenn die Daten da irgendwo aus China zu irgendwelchen US-Unternehmen gehen. Die US-Regierung ist da ja auch sehr stringent und erhöht Zölle und Pipapo. Also ob die das dann durchwinken oder in Europa, hat es, glaube ich, weniger so jetzt hier diese Privacy, also auch Privacy, aber weniger jetzt hier dieses Problem, sondern allgemein ist es in Deutschland und Europa ja alles viel, viel länger. Da bin ich mal gespannt. Aber in den USA könnte das jetzt schon dann irgendwann kommen. Und ich sag mal, wenn du jetzt dann irgendwann die Wahl hast zwischen einem normalen Auto in Anführungszeichen oder ein Auto, was sich wirklich dann automatisch irgendwo hinfährt. Für mich ist immer das beste Szenario, wenn wir dann irgendwie Snowboarden fahren oder so, ja, oder alles im Plattform wandern, du fährst zurück, drückst du einfach nur noch den Knopf und das Auto fährt dich halt automatisch. Das wäre, also das ist ja schon ein Gamechanger, muss man sagen. Aber auf jeden Fall, das hat gestern für, hat dem Markt gestern gefallen. Und ja, ich hab, wie gesagt, ja auch eine Position in Tesla, auch eine Trading-Position. Schauen wir mal, heute Morgen ist die Aktie mit dem Markt ein bisschen schwächer. Hängt auch vieles jetzt davon ab, was um 14:30 passiert. Bis zum Robotaxi-Event, das soll ja auch irgendwo hier, wo war, bei Warner Brother stattfinden, ganz groß hier Hollywood, ganz groß inszeniert werden. Mal schauen, ja, aber die Erwartungshaltung ist halt auch mittlerweile recht hoch, ja, also da muss schon ordentlich was geliefert werden. Ich bin mal gespannt, ja, also Tesla, ich hatte es ja schon damals gesagt, wieso ich ins Langfristdepot gekauft habe. Das ist halt eine Wette darauf, dass entweder das Full-Self-Driving-Problem gelöst wird, dass man im Speichergeschäft weiter sehr stark wächst. Da gab es natürlich auch nochmal einen riesigen Auftrag jetzt. Und auch, dass dieses ganze Thema mit Robotik irgendwann kommt. Ne? Am besten wäre natürlich, wenn alles irgendwie klappt. Aber ich glaube, dieses Thema Full-Self-Driving, da, wenn man da jetzt wirklich diese großen Schritte macht, dann könnte die Aktie auch nochmal deutlich nach oben laufen, aber schauen wir mal. Ne? Aber das war auf jeden Fall so gestern das, wo auch jetzt hier die Tesla-Bubble-Fanbase komplett durchgedreht ist, dass sie voll heiß drauf sind. Ne? Aber man muss das auch immer, ich bin da ja entspannt, ja, und ich bin nicht so ein Tesla-Fanboy, ich beobachte das nur alles sehr genau und für mich ist Chance-Risiko da jetzt, dass die Aktie mittelfristig steigt eigentlich dazu. Ja, du hast bestimmt daheim so ein Altar von Elon Musk auch schon, wie so die ganzen Fanboys. Erstmal wieder gesagt, danke Elon, ja. Ich mach das wie der Frank Thelen, der hat doch auch immer, Elon Musk postet was, dann hat er immer so einen Schleimkommentar drunter geschrieben, oh Elon, great, great work, thank you. Hat er immer gehofft, dass Elon Musk wohl mal drauf antwortet, hat er aber leider nie gemacht. Ich glaube, das probiere ich jetzt auch mal, ja. Also, genau. Ich kann ab jetzt immer mal bei X dann kommentieren und alle unsere Zuhörer liken an meinen Kommentar, damit das vielleicht mal irgendwann sieht, damit ich auch mal ein Gefällt mir abbekomme von Elon Musk. Ja, das soll mal hier im Podcast kommen, das soll er mal erzählen, was Sache ist, ja. Aber ich war zu sehen, bei mir hat jemand auch die, da gab es auch einen Artikel auf CNBC dazu, dass eben dieses Full Self-Driving in Europa und China kommt. Das hat bei mir jemand im Discord gepostet und da kann man immer so Reaktionen drauf posten und die einzigen vier Reaktionen drauf sind gähnende Smiles. Also man merkt, einige sind schon echt gelangweilt von dem Thema, aber ich bin mal gespannt. Das ist natürlich die Frage, ob es dann tatsächlich auch so kommt. Also gerade ja, also es ist ja wirklich so, Elon Musk ist ja von wert. Immer jemand, der dann einen raushaut, ne, und dann dauert das doch alles sehr viel länger. Aber bis jetzt hat er ja schon eigentlich alles umgesetzt, muss man sagen, auch wenn es teilweise viel später war. Ja. Und wenn man sich mal diese Videos anschaut, ne, also die meisten haben es wahrscheinlich nicht gemacht, das ist wirklich beeindruckend einfach, wie der Tesla jetzt da auch die verrücktesten Situationen mittlerweile erkennt. Also da ist wirklich hier dieses ganze Training mit den Echtzeitdaten, Kamerabildern und so, das scheint wirklich gut zu funktionieren, aber ja, sicher ist natürlich nichts, ne? Aber ich bin der Meinung, dass Tesla da deutlich weiter ist, wie mit dieser Strategie, die Mercedes und Koda fahren, hier mit 1 Million Sensoren und dann irgendwie die Strecken ja gespeichert und so auf den Millimeter genau, aber Autofahren ist halt sehr komplex, ja. Guck mal, wenn ich fahre und da ist irgend so ein Fahranfänger wie der Daniel, ich weiß ja gar nicht, man muss ja genau wissen, was dann der Daniel macht. Ne? Der
sieht dann wieder die rote Ampel nicht, der missachtet rechts vor links, all das, darauf muss man ja schnell reagieren, ja, und das ist halt, glaube ich, extrem schwierig und sehr komplex und deswegen ist auch, glaube ich, das ganze Thema Full Self-Driving halt auch so schwierig, ja, weil es verrückte Sachen passieren im Straßenverkehr einfach. Ich wusste gar nicht, ja, dass du mit zweitem Namen Daniel heißt, wenigstens einen gescheiten Namen, den du hast. Also ich fahre seit 18 Jahren unfallfrei, mich kannst du nicht gemeint haben. Ich hatte schon 18 kaum, Jahre, ja, nicht ein Blechschaden, echt? Ja. Ich habe noch nie in meinem Leben Unfall gehabt, ja. Und ich bin schon sehr viele Kilometer gefahren. Also jetzt auch nicht so, dass ich nur zweimal im Jahr Auto fahre. Also ich hatte schon zwei richtig heftige, also einen sehr krassen Unfall. Einmal bin ich so im LKW von drauf gefahren, da dachte ich, oh, da hat er unten so eine Metallstange. Danach gucke ich aufs Auto, war so ein Golf GTI, komplett zerfetzt einfach. Und einmal habe ich die komplette Seitentür weggerissen. Das war aber auch mit, da war ich noch 18. Da dachte ich, ich komme noch irgendwie so rum und dann war da aber halt eine Steinmauer, ja, da war die komplette Tür eingerissen. Ja. Tür war einfach weg dann, ja. Ich hab gemacht, so, oh. Ja. Sag ich meinem Partner, guck mal kurz raus hier, der mit mir studiert hat, guck mal raus, wie schlimm es ist. Der guckt nur, danach guckt er mich an, da wusste ich, okay, fuck. Das ist nicht gut. Ja, und nee, damals war noch das Auto von meiner Mutter, ja, mit 18, das, ja, kam nicht so gut an, ja. Da war, ja, ja, okay, das ist natürlich schwierig, ja. Nee, bei mir also tatsächlich. Für mich wäre Self-Driving gut, ja, wie ihr seht, ich kann auch. Genau, ja. Also für Leute wie mich, ja, da ist es natürlich dann. Du kannst dein Lader weiterfahren, du brauchst keine Assistenzsysteme, ne? Genau, ja, das brauche ich alles nicht, ja. Aber es war, die Woche stand so im Zeichen der KI, würde ich sagen. Also alle Unternehmen, die berechtigterweise oder auch nicht berechtigterweise so ein bisschen mit dazugehören, haben so ihre Zahlen veröffentlicht, nachdem Nvidia ja schon dran kam. Hatten wir aber die Woche dann eben auch Aktien wie UiPath, C3AI und dann eben natürlich so der zweite große Gewinner der letzten Monate, Broadcom, mit dabei. Es gab aber eben auch im Halbleiterbereich sehr viele Nachrichten, auch eben ASML und Intel. Das wollen wir jetzt alles mal so peu à peu aufarbeiten. Ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der nicht so schlechten AI-Aktie UiPath an. Es war auch so eine alte Cathie Wood und Frank Thelen-Geschichte. Das ist dann bei uns immer auch so ein bisschen negativ behaftet. Man muss aber sagen, die Zahlen an sich, die sind eigentlich ganz ordentlich gewesen. Und ich muss auch so sagen, ich finde an sich das Thema eigentlich ganz spannend. Das ist, du kannst dir das so vereinfacht vorstellen, UiPath ist so ein Bot-Entwickler, also der entwickelt Bots, die dann eben dir in der Arbeit so vor allem halt so ganz langweilige Tätigkeiten und so abnehmen können, ja. Und das ist ein furchtbar komplexes Themenfeld, also ich habe da mal vor ein paar Jahren mal so eine ausführliche Recherche dazu gemacht, also damals war es so, also die Fehlerquote ist enorm, also du konntest ungefähr so sagen, jeder zweite Bot, der da programmiert wurde, war quasi völlig umsonst dann, ja, also das je nachdem eben auch, welche Unternehmen man da hatte, das war wirklich Wahnsinn. UiPath ist da eigentlich schon ein Unternehmen gewesen, das da sehr positiv herausgestochen hat, weil sie, ich meine, sie sind sogar der Größte in dem Bereich, aber ihr dürft mich gerne korrigieren, wenn es da noch einen größeren gibt, ich meine aber, dass sie der Größte sind und man muss auch sagen, sie wachsen weiterhin zweistellig, also das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Natürlich, man muss auf der anderen Seite aber sagen, hey, die sind noch wahnsinnig unprofitabel und das ist noch, ja, sehr vorsichtig ausgedrückt, ja, also die Verluste, die sind wieder stark ausgeweitet worden, also es ist keine Aktie, wo ich jetzt aktuell sagen würde, ja, die finde ich jetzt super spannend. Ich finde ihr Geschäftsmodell an sich ganz interessant, zu den Tätigkeitsbereich, da könnte ich mir einiges vorstellen, aber es wäre jetzt keine Aktie, die ich mir da ins Depot legen würde. Also die Revenues, die sind um ziemlich genau 10% gewachsen auf 316 Millionen, was wahrscheinlich so ein bisschen besser angekommen ist, die Annual Recurring Revenues, also die lagen jetzt bei 1,55 Milliarden und das ist ein Plus von 19% gewesen. Also sie haben neue Annual Recurring Revenues von 43 Millionen Dollar verzeichnen können. Und was man bei ihnen auch sagen muss, sie haben eine wahnsinnig hohe Net Retention Rate, 115%. Das habe ich ja, ich glaube, in der letzten Folge und in der vorletzten habe ich mal Net Retention Rate erklärt. Deswegen schaut gerne mal die Folgen dann an, wenn ihr euch dafür interessiert, weil ich will natürlich nicht jedes Mal das Gleiche dann erzählen. Die Gross Margin 80%, also man merkt schon, das ist ein Geschäftsmodell, da könnte mal viel möglich, aber es ist halt wirklich viel könnte, hätte, so.
sollte. Und ich finde es auch von außen unheimlich schwierig einzuschätzen. Das muss man natürlich so ganz offen und ehrlich sagen. Ja, also ich könnte da niemals sagen, hey, laufen die Geschäfte gut? Wie viel Skalierungspotenzial steckt da noch drin? Denn eben das große Problem ist, es wirkt nicht so, als könnten die in den nächsten Jahren hier jeweils profitabel werden. Denn das Operating Loss, das ist von 77 Millionen auf 103 Millionen gewachsen. Also wirklich brutal. Vor allem, weil sie auch im Sales and Marketing wieder richtig Gas gegeben haben. Auch Research Development, beides ist deutlich zweistellig angewachsen. Und da muss man einfach sagen, von der Kostenebene sieht es halt nicht so gut aus. Ja, also rein von den Zahlen her finde ich sie eigentlich sogar recht unattraktiv, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber ich hatte schon immer so ein bisschen so ein Faible für das Geschäftsfeld an sich. Deswegen, ich bin da vielleicht auch so ein bisschen befangen, habe aber selber da tatsächlich keine Aktien oder so in dem Sinn. Aber die reinen Zahlen, die sehen wirklich sehr schlecht aus. Also auch der Verlust wurde von 60 Millionen auf 86 Millionen ausgeweitet. Also an den Zahlen gab es eigentlich wirklich nicht viel Positives, dem Ganzen abzugewinnen, muss man tatsächlich auch so fairerweise dann sagen. Ja, also ich bin mal gespannt, wie da die Geschichte weitergeht, aber wäre eine Aktie, die ich selbst niemals anfassen würde, weil ich sie viel zu spekulativ dann einfach finde. Ja, ich frage, also insgesamt die Aktie reagiert positiv, die ist zumindest stand jetzt 8,7% im Plus. Also ich fand auch die Zahlen, ne? Also dafür, dass sie ja immer noch recht sportlich bewertet sind, nur 10% Umsatzwachstum und massiv unprofitabel, ist überhaupt keine gute Kombination. Aber beides war so ein Tick besser als erwartet. Es gibt ein großes Aktienrückkaufprogramm, deswegen vielleicht auch diese Kurssteigerung. Sie haben ja, glaube ich, ordentlich Cash, sie haben auch ordentlich Zinseinnahmen generiert. Das hat so ein bisschen das Nettoergebnis verbessert, aber also ich habe leider auch noch nie, ich fand das damals auch spannend, ich habe es aber leider noch nie so wirklich gesehen. Vielleicht müsste ich mir ein paar Videos anschauen, wie das in der Praxis funktioniert. Für mich stellt sich auch die Frage, gibt es da nicht auch dann irgendwie jetzt durch KI und so möglicherweise viel Konkurrenz, wo die dann irgendwie, ich glaube, das ist ja so ein Machine Learning Ansatz und so weiter, was die da haben. Ne? Aber ob dann irgendwie von Microsoft und Co., ich meine da auch mal was gelesen, sondern dass die das nicht irgendwie auch mit irgendwie in Windows integriert teilweise ersetzen können und so weiter. Da stelle ich mir halt die Frage und das kann ich aber auch nicht einschätzen. Aber wenn man sich mal die Aktie anschaut, ist auch nicht gut gelaufen in letzter Zeit und immer noch 8 Milliarden Marktkapitalisierung bei 300 Millionen, 16 Millionen Umsatz, 10% Umsatzwachstum, aber Operating Loss 103 Millionen, also. Aber 316 Millionen ist der Quartalsumsatz, gell? Also Annual Recurring Revenue sind 1,55 Milliarden. Also ganz so krass ist dann das KUV doch nicht. Und ja, sie sind jetzt zuletzt gut gelaufen, aber wenn man auf 6-Monats-Basis schaut, sieht man Minus von 41%. Also das ist eine Aktie, die schon wirklich richtig geblutet hat, auf 5-Jahres-Sicht hingesehen, weil die sind noch gar nicht 5 Jahre draußen. Ich glaube, IPO, wenn ich es gerade richtig sehe, war, glaube ich, so Anfang 21, also Minus 80%. Dann halt. Ja, die haben es natürlich richtig gemacht, die kamen im Hype an die Börse und davon profitieren sie jetzt ja auch, weil sie ja immer noch anscheinend, ich weiß gar nicht, wie viel Cash sie noch auf der Bank haben, aber auf jeden Fall einiges. Ne? Was haben sie hier? Müssten ja, also wenn sie, die haben richtig viel Zinseinnahmen nochmal. Ja, eine Milliarde Cash haben sie ungefähr, so wie ich das jetzt gerade sehe. Also das ist schon Cash and Cash Equivalents 939 Millionen, also ja, ist schon ordentlich. Also ja, denn ihre Marktkapitalisierung ist ordentlich abgesichert durch Cash. Jetzt gibt es ein Aktienrückkaufprogramm, aber dann schnelle Trendwende, ich kann es nicht einschätzen. Also für mich auch eher uninteressant, muss ich sagen. Ja. Aber ja, Aktie hat positiv reagiert und Geschäftsmodell ist an sich spannend. Ja, was aber für mich deutlich schwieriger wieder war, ist C3AI gewesen, ja. Vielleicht auf den allerersten Blick hätte man vielleicht sogar sagen können, okay, so schlecht ist es eigentlich gar nicht gewesen, aber ich werde euch gleich mal ein bisschen was zum zweiten Blick dann sagen. Wir fangen jetzt aber erstmal an, also die Umsätze, die konnten um 21% zulegen von 72 Millionen auf insgesamt 87 Millionen. Da sagen, oh, okay, das ist aber ein deutliches Wachstum dann gewesen. Und man muss auch sagen, aus Gross Profit, das ist sogar fast 30% gewachsen von 40,5
auf 52 Millionen. Also sie haben an der einen oder anderen Ecke auch kostentechnisch so ein bisschen was einsparen können. Das Loss from Operations ist sogar minimal gesunken von 74 auf 72,6 Millionen. Also auch der Nettoverlust ist ungefähr um 1,5 Millionen gesunken auf 62,8. Also da werden jetzt vielleicht einige sagen, hey, aber so übel war das ja eigentlich gar nicht. Wenn man aber mal, also es gibt zwei Zahlen, die ich wirklich absurd bei C3AI finde. Das eine ist, dass die ausstehende Aktienanzahl in dem Quartal wieder um 8% nach oben gegangen ist. Also 8% neue Aktien sind hier auf Jahressicht hin ausgegeben zwischen Q3 24 und Q3 23. Und das zweite, was ich, ja, ich weiß gar nicht, was ich schlimmer finde, nee, weil ich finde beides genauso schlimm. Sie hatten wieder Share-Based Compensation von insgesamt 54 Millionen Dollar. 87 Millionen Umsatz, 54 ja. Millionen Share-Based Compensation. Also das ist wirklich absurd, die Zahlen, die da teilweise aufgerufen werden. Also vielleicht fragen sich ja viele, hey, warum besprecht ihr dann überhaupt solche Scheiß-Aktien dann? Ja, also man muss halt eine sein, das muss auch so ein bisschen als Warnung gesehen werden. Und ich glaube, das hilft auch immer mit dabei, dass ihr wisst, auf was, dass man eben nicht nur auf die Gewinn- und Verlustrechnung schauen muss, sondern auch auf welche Metriken man sonst noch so vor allem bei diesen High-Grow anschauen sollte. Und da sind eben vor allem so die ausstehenden Aktien, die Share-Based Compensation, immer wichtige Punkte, die man da nicht vernachlässigen sollte. Natürlich, auch wenn ein Unternehmen solche hohen Verluste schreibt, soll man auch immer eben auf die Cash-Bestände schauen. Also sie haben Cash und Cash-Äquivalenz 133 Millionen. Sie haben noch kurzfristige Investitionen, also diese kurzfristigen Wertpapiere oder Marketable Securities 630. Also es sind insgesamt so 760 Millionen noch, die sie ungefähr in der Bilanz dann drin haben. Und daran kann man eben dann halt auch immer das Ganze so ein bisschen beobachten. Also wie das Ganze dann weitergeht. Gehen sollte. Wenn man irgendwann da kein Cash mehr hat, dann muss man ja wieder was Neues machen. Das heißt, in der Regel muss neue Aktien ausgeben, Kapitalerhöhungen dann machen, weil aktuell ist es eben so, dass also ein Großteil von den Aktien, die da ausgegeben werden, das sind dann eben die Share-Based Compensation dann, ja. Aber wenn dann mal irgendwann das Cash wieder knapper wird, dann, wir haben es ja zum Beispiel bei Plug Power, haben wir es ja öfter angekündigt, dass da eine Kapitalerhöhung kommen muss. Bei Bayer hatten wir es zum Beispiel auch. Also wir haben das ja schon sehr oft besprochen und es ist dann auch jedes Mal so gekommen. Also daran kann man das immer ganz gut absehen. Also schaut in die Bilanz rein, guckt euch die Vermögenswerte an. Ihr müsst auch noch gucken, ob sie dann entweder, also entweder steht da Debt oder Borrowings. Das sind so meistens so die zwei Sachen, die dann eben auf der negativen Seite beziehungsweise eben bei den Liabilities dann stehen. Und das sind dann eben die zinstragenden Schulden dann sozusagen. Also die muss man im Prinzip immer noch gegenrechnen, weil es macht ja natürlich meistens Sinn. Ich glaube, das wissen ja die meisten, wenn du da laufende Kredite hast, dass du eben eher mal die dann abbezahlst, weil du ja sonst darauf hohe Zinsen hast, gerade im aktuellen Umfeld. Oft ist es eben so, dass die Bilanzen von diesen High-Growern ganz gut aussehen. Das liegt aber eben daran, dass sie sich extrem stark verwässern. Also geben immer wieder neue Aktien aus, auf dann noch Share-Based Compensation. Dadurch bekommen sie dann eben neues Geld dann sozusagen. Also nicht durch die Share-Based Compensation, aber durch die Ausgabe von neuen Aktien dann eben. Aber es nützt dir ja natürlich nichts. Also du musst im Prinzip auch den Umsatz, die ausstehenden Aktien, die musst du ja auch immer von dem Umsatzwachstum dann entgegenrechnen. Ja, was nützt dir ja zum Beispiel nichts, wenn 8% neue Aktien ausgegeben werden, das Unternehmen wächst aber vielleicht nur mit 5%, dann hast du ja im Prinzip weniger gemacht. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Das Thema, ne? Die sind genau, ja irgendwie um 15% gewachsen, aber hatten ja auch dann quasi für Aktionäre nur noch einstelliges Wachstum, weil die so verbessert wurden. Genau, ja. Also. Das ist auch lange was ich eben Palantir immer angekreidet habe. Das hat dann da teilweise. Da muss man ja wirklich sagen, haben wir auch gesagt, da hat sich's ja jetzt wirklich verbessert. Aber ich habe es gerade auch nochmal angeschaut. Also bei C3AI, ich sehe da halt, ich frage, also das Geschäftsmodell funktioniert einfach weiterhin nicht, meiner Meinung nach. Du hast ja gesagt, also das Umsatzwachstum sieht zwar ganz gut aus, aber es wurde sich komplett erkauft damit, dass im gleichen Atemzug die Kosten hochgefahren wurden. Und unterm Strich bleibt halt immer noch ein riesiger Verlust, der zwar nicht mehr ganz so hoch ist wie der Umsatz, aber fast so hoch ist wie der Umsatz. Also das ist ja noch so weit entfernt, dass man sagt, okay, das funktioniert, das Geschäftsmodell. Und entweder du wirst halt weiter verwässert oder die müssten mal das Sales und Marketing, also 52 Millionen Sales und Marketing bei
bei 87 Millionen Umsatz, das ist halt auch mal eine Hausnummer, ja. Also sie müssen ja anscheinend so viel Gas geben, um da Umsatzwachstum sich zu erkaufen. Und also, ich weiß nicht, für mich ist das weiter auch absurd einfach. Ja, viele haben da halt, glaube ich, immer, oder so manche Branchenkenner, sage ich mal, haben da halt auch immer noch so ein bisschen so das Vertrauen in Thomas Siebel. Der ist ja mal früher ganz bekannt gewesen für Siebel Systems und so. Das ist ja der, ich glaube, sogar auch der Gründer von C2AI, also auf jeden Fall der CEO schon seit 2011, habe ich jetzt gerade nochmal schnell nachgesehen. Also ich glaube auch, dass er der Gründer ist. Ich glaube, weil der hat ja, ich habe mal über den was gelesen, also das Wahnsinn, wie viele Auszeichnungen der schon so bekommen hat. Also die Liste, die ist Kilometer lang gefühlt. Also das ist ein wahnsinnig starker, würde ich sagen, immer Amerika Entrepreneur, ja. Aber Ja, so mit diese These ist, C2AI. wird jetzt auch schon seit 3, 4 Jahren erzählt, ne, dass das ja der Typ Ja. dahinter ist und dass das ja AI das Kürzel ist, das blablub, ne, also. Ja, vor allem das AI-Kürzel, das ist ja erstmal später mit dazugekommen. Also die haben sich auch immer so in neue Kerben reingeschlagen. Da gibt's so ein ganz lustiges Meme auch dazu. Ja, aber das habe ich jetzt gerade leider nicht zur Hand. Ja, dass die immer so das neueste Thema immer wieder aufgegriffen haben und so. Aber okay, jetzt, ich glaube, wir haben jetzt genug über die Aktie gesprochen. So, dann gehen wir jetzt mal in den Halbleiterbereich rüber und ja, ich weiß gar nicht, mit was fangen wir denn da an? Also da hat es ja einige Nachrichten gegeben. Intel, Supermicrocomputer, wir haben ASML und die Broadcom-Zahlen. Jetzt würde ich sagen, Alter vor Machen wir doch Schönheit, erstmal du schnell die darfst Broadcom-Zahlen, oder? entscheiden. Schnell die Broadcom-Zahlen. Machen wir Okay, weil mal die dann schalten sowieso alle ab. Broadcom-Zahlen, denn die Broadcom-Zahlen sorgen gerade auch so ein bisschen dafür, dass zumindest freitags jetzt vormittags, es wird ein bisschen Luft abgelassen, links und rechts. Die Stimmung hat sich doch etwas eingetrübt, obwohl ja die Zahlen waren ja eigentlich ganz okay, oder? Die Zahlen waren sehr gut tatsächlich. Was, also ja, was leider jetzt wahrscheinlich so ein bisschen für den Abverkauf gesorgt hat, dass sie gigantisch den Ausblick verfehlt haben. Statt 14,1 Milliarden haben sie nämlich nur 14 Milliarden geguidet. Ja. Aber das ist genau das gleiche Thema, was wir schon zuletzt hatten. Ihr dürft nicht vergessen, wie Broadcom und Nvidia die letzten Jahre, muss man ja schon sagen, gelaufen sind. Auch Broadcom hatte jetzt eine wahnsinnig hohe Bewertung, ja. Da reicht's dann eben halt einfach nicht, wenn du quasi nur auf den Erwartungen liegst. Da reicht auch nicht, wenn du die Erwartungen so ein bisschen toppst, sag ich mal. Also sie hatten ja jetzt, also die Analysten hatten ja 14,1 Milliarden erwartet jetzt als Guidance. Ich glaube, da hätte halt mindestens, ich sage jetzt mal 14,8 oder eher sogar eine Ja. 15 kommen sollen, wenn der Kurs da irgendwie nochmal hätte positiv reagieren sollen, weil Broadcom einfach sehr stark gelaufen ist. Ich fand jetzt auch nicht, dass sie extrem stark abgegeben haben in den letzten Wochen. Also vor allem eben halt auch für die Verhältnisse, wie sie dann eben gelaufen sind. Und dementsprechend ist da aber alles in Ordnung. Die Zahlen an sich, die sind wirklich wieder sehr stark gewesen. Also die VMware-Übernahme, die, also das ist Wahnsinn, wie die einschlägt da. Sie hatten einen Umsatzplus von 47%, das ist also wirklich Wahnsinn. Davon ist aber der größte Teil von VMware tatsächlich gewesen. Ansonsten ohne das wäre es ein Plus von 4% gewesen. Der CEO, wie ist der, Hocktan, glaube ich, oder Hacktan, ich glaube Hocktan heißt er, hat auch gesagt, dass 12 Milliarden ihrer Umsätze von künstlicher Intelligenz herkommen. Also es ist ein Unternehmen, das wahnsinnig stark von KI eben profitiert. Viele werden vielleicht ein bisschen verwundert gewesen sein, denn unter dem Strich hatte man einen großen Verlust von 1,97 Milliarden, nachdem man im Vorjahr 3,3 Milliarden hatte. Man sieht aber auch da, dass Operating Income positiv war. Also man hat ein Operating Income von 3,8 Milliarden. Das ist ja dann eben meistens das Anzeichen dafür, dass es dann eben aufgrund von einer Einmalbelastung ist. Und das ist auch so gewesen. Man musste nämlich, wie soll ich euch das erklären? Das ist jetzt auch gar nicht so spektakulär. Also man musste 4,5 Milliarden Dollar, hatte man eine Belastung. Da ging es um eine Verlagerung von Urheberrechten, die in die USA sozusagen zurückgegangen sind im Zuge einer
warte mal, wie haben Sie es gesagt, im Zuge eines Umbaus der Lieferketten. Also tatsächlich jetzt nichts aufgrund vom operativen Geschäft dann eben oder was dem zuzuordnen ist, also eine Einmalbelastung. Und unter dem Strich kann man aber wirklich sagen, die Zahlen, die sind sehr stark gewesen. Also an denen gab es eigentlich nichts zu meckern. Man hat wieder wahnsinnig starke, man hat einen Free Cashflow von 4,8 Milliarden und das ist in einem Quartal, also nicht auf ein Jahressicht hingesehen. Ja. Also das ist ein Unternehmen, das halt wahnsinnig viel Geld verdient und ich bin mir recht sicher, dass die nächsten Jahre weiter ihren Weg operativ gehen werden. Die Aktie, wie gesagt, also der tut's auch mal gut, wenn sie mal ein bisschen seitwärts läuft und auch mal ein bisschen Luft rauslässt dann. Ich glaube, dazu kann euch jetzt Michael gleich was sagen, was da kurstechnisch war. Ich glaube, sie hat nämlich einige Prozent abgegeben oder beziehungsweise ich weiß, dass sie einige Prozent abgegeben hat. Aber wie ist denn jetzt die Lage zum Zeitpunkt der Aufnahme? Genau, ich guck mal, sie sind jetzt gerade 9,2% im Minus. Ich guck mal gerade, was Nasdaq macht. Nasdaq ist 1,2% im Minus, also Broadcom zieht gerade auch wieder Nvidia mit nach unten, auch 2% im Minus. Ja, also die Analysten sind eigentlich, ich gucke gerade mal durch, eigentlich recht zufrieden. JP Morgan erhöht das Kursziel auf $210. Wir sind bei 138,65. Wow. Vorher $200. Mal hier, was hier noch, ob ich noch irgendwas sehe. Nee, aber an sich haben sie ja die Erwartungen getroffen. Aber das ist ja auch wieder so ein schönes Beispiel. Je nach Marktstimmung. Manchmal wird ja sowas komplett dann ignoriert. Man sagt, die Story ist weiter intakt, aber in so einem Umfeld wie jetzt hätte ja selbst ein kleiner Beat wahrscheinlich nicht mehr gereicht. Es war ja auch diese Woche, gab es zum Beispiel von HP Enterprise und so gab es auch noch Zahlen. Da war auch jeweils ein kleiner Beat, trotzdem -5, -6%. Ja, also das ist jetzt mittlerweile gang und gäbe, dass wenn die Erwartungen getroffen werden oder leicht übertroffen werden, dass es dann eben ein Minus gibt und wenn es dann so einen minimalen Ausblick unter Konsens gibt, dann macht die Aktie eben -9% oder -10%. Year to date ist die ja immer noch 25% im Plus, ja, also deswegen, Daniel hat es gesagt, die ist halt echt gut gelaufen. Wir waren sogar im Hoch schon mal bei fast $190 oder $185. Nach den letzten Quartalszahlen war das anscheinend krass, ja, aber jetzt wird ein bisschen Luft abgelassen. Also ich bin ja kein Broadcom-Aktionär, aber vielleicht, wenn die jetzt nochmal hier Richtung $120 fällt, vielleicht könnte man sich da mal sogar eine erste Position mal ins Depot legen. Aber mal schauen, also der September wird ja, könnte heiß werden, ja. Die zweite Jahreshälfte ist ja historisch oft schlecht. Vielleicht gibt es ja nochmal einen kleinen Schüttler, vielleicht auch ausgelöst heute Mittag durch die Zahlen. Schauen wir mal, ne? Aber ich habe ansonsten auch nichts groß zu sagen zu den Zahlen. Ne? Wie gesagt, Ausblick minimal drunter. Die Dividende wurde jetzt, glaube ich, auch wieder genannt. War das? Warte nochmal. Ich glaube, die wurde auch wieder erhöht, oder? 53 Cent Dividende pro Quartal. Was ist das jetzt für eine Dividendenrendite? Mal kurz schauen. Ist es dann, zahlt jedes Quartal 53? Der Quartalsdividende, das sind dann $2.12. Ja, bei $138, ja. Ja, 1,5%, ne? Das war ja mal eine Zeit lang deutlich über 2 oder sogar 3, ne? Also da sieht man auch schon, dass die Aktie. Broadcom war bei über 4, als ich sie für meine Frau gekauft habe. Die waren damals wirklich absurd von der Bewertung her. Die waren auch richtig niedrig. Also die hatten wirklich richtig niedrige Bewertungskennzahlen. Also das war schon krass. Und damals waren die, also es war auf jeden Fall eine 4 davor. Ich meine sogar, dass es sogar fast 4,5 war. Das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Genau, also meine Frau hat einige Broadcom-Aktien, ich selber tatsächlich keine. Aber ja, es ist ein Unternehmen, warte mal, ich schau mal schnell, das war 21, die hatten dann Forward-KGV von 16, ja. Okay. Also es ist Wahnsinn, wie die Aktie damals, also hat halt einfach keine Beachtung damals gehabt. Ja, war das so eine Skepsis wie bei Intel, ne? Beides irgendwie Value-Chance? Nee, tatsächlich nicht, die haben ja, die sind eigentlich die letzten Jahre immer stark gewachsen, die hatten aber viele, tatsächlich nicht so einen Blick, für viele war es auch zu langweilig, glaube ich, ein bisschen. Broadcom ist jetzt eben nicht so wie Nvidia, sage ich jetzt mal. Also
das war eigentlich gar nicht so, ja, weil die Aktie ist eigentlich auch regelmäßig immer sehr stark gelaufen, aber sie war nicht so im Fokus von vielen. Und ja, jetzt so die Aussichten auf die nächsten Jahre, die sind halt brutal, vor allem was die Cashflows angeht. Ja, man hat halt immer so ein bisschen die Befürchtung gehabt, weil in der Regel ist es ja so, also ich meine mal gelesen zu haben, 70% von Übernahmen, die du tätigst, sind eher negativ für die Unternehmen. Also entweder zu teuer oder zahlt sich nicht aus. Und ich glaube, Broadcom, also mir persönlich würde kein Unternehmen fast besser also einfallen, das einen besseren Track Record hat, was solche Übernahmen angeht wie Broadcom. Das ist Wahnsinn, wie die gewachsen sind. Die waren noch vor einigen Jahren, da hatten die einen Cashflow, also nicht mal im Milliardenbereich, und die nächsten Jahre soll der, ich glaube, sogar auf über 30 Milliarden anwachsen, der Free Cashflow, ja. Also das ist absurd halt, wie sich das Unternehmen da halt auch durch Wachstum weiterentwickelt hat. Und auch dann aber, wichtig ist es ja dann eben auch nicht nur, dass du eine Übernahme tätigst, sondern das dann auch gut integrierst und zum anderen dann auch deine Schulden wieder tilgst, ja, und nicht dein Goodwill extrem aufbläst, also dass du nicht nur noch Goodwill in deiner Bilanz drin stehen hast. Und das hat Broadcom wirklich sehr stark gemacht über nun einen wirklich sehr langen Zeitraum. Die sind ja auch früher, die hießen ja früher, ich glaube, Avago war der Name früher, deswegen haben sie auch noch das Kürzel AVGO, und weil wir eben viele fragen sich ja, warum AVGO Broadcom, das passt ja gar nicht. Die kommen auch ursprünglich mal, ich habe auch mal ein bisschen mit der Geschichte, die kommen auch ursprünglich aus einem ganz anderen Land, und dann aber, dass das alles ein bisschen einfacher ist, hat man sich das dann eben in den USA dann sozusagen Hauptniederlassungen gemacht und so. Und eben den, ihr CEO, der Hock Tan, ist auch ein Chinese, und der ist dann eben halt auch gut mit China vernetzt und so. Also ist ein wirklich super interessantes Unternehmen und kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Also nicht, dass man investieren sollte, aber dass man sie auf jeden Fall beobachten sollte, was da so abgeht. Und gerade wenn es da auch mal eine größere Übertreibung nach unten geben sollte, wie gesagt, die müsste schon ordentlich sein. Wir reden hier auch aktuell EV-EBIT von 53 und so. Aber immerhin, das Forward-KGV ist jetzt aktuell bei 26 mittlerweile angekommen. Das finde ich jetzt für so ein Unternehmen gar nicht mal so mega übertrieben. Aber natürlich die Aktie, die ist schon immer noch, also ja, günstig ist auf jeden Fall anders. Aber gerade wenn es da mal größere Übertreibungen geben sollte, auf jeden Fall ein Blick wert, weil sie eben auch so das etwas, ich sag mal, so robustere Geschäftsmodell haben. Und sie selber sagen auch, 99,9% aller Internet-User kommen mit Broadcom-Produkten in Verbindung. Ja, also die sorgen dafür sozusagen, dass das Internet überhaupt läuft, könnte man so schön sagen. Ja, aber es ist auch ansonsten, ich glaube, ich würde diese aktuelle Marktschwäche jetzt aktuell gerade eben auch so in dem Bereich auch so ein bisschen den, ja, ich glaube, der ganze Newsflow im Halbleiterbereich ist gerade halt wirklich schwach. Ja, natürlich immer mit Rücksicht darauf, dass das erste Halbjahr outstanding war im Halbleiterbereich. So, das war jetzt für heute das letzte Englischwort. Ich verspreche es euch. War das habe ich selber gemerkt. Ja, es war heute war es ein bisschen inflationär, ja. Aber genau, es wurde eben bekannt gegeben, also man hat letzte Woche schon gehört, dass die Exportbeschränkung nach China wieder, was diese Technologien angehen soll, verstärkt werden soll. Und da hat sich jetzt die niederländische Regierung tatsächlich, ich glaube, jetzt erst heute sogar dazu geäußert, dass es jetzt also wieder neue Beschränkungen dann eben gibt. Und sie haben jetzt dann eben auch gesagt, das ist jetzt zum einen auch so, dass die Unternehmen, die Ausrüstung von ASML da haben möchten, die brauchen da eine spezielle Lizenz von der niederländischen Regierung. Und ja gut, dass die natürlich sehr USA-nah ist. Ich glaube, darüber brauchen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Aber nur noch mal kurz dazu, weil da oft die ASML-Aktionäre auch Panik haben. Aktuell ist es tatsächlich so, dass viele der Umsätze noch aus China kommen. Aber ich habe es schon oft gesagt, für die Zukunft spielt China für ASML tatsächlich keine Rolle mehr, weil das meiste Geld mittlerweile schon mit der EUV-Technologie verdient wird. Also da reden wir dann eben, was unter dem Strich übrig bleibt. Da ist der Großteil mittlerweile eben schon EUV getrieben. Und EUV war sowieso schon immer verboten für China und wird wahrscheinlich auch immer verboten bleiben. Deswegen, das ist jetzt also keine Nachricht, wo man jetzt wieder Angst haben müsste, dass jetzt da wieder sehr viele Gewinne wegfallen oder so. Da könnte jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Umsatz nochmal, ja, der ein oder andere Prozentpunkt verloren gehen. Ist aber meiner Meinung nach tatsächlich eine Nachricht, die man getrost ignorieren könnte. Aber trotzdem immer mal wichtig, dass man es aufgreift, weil ich das schon oft erlebt habe. Es gab, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war es mal, wo es dann eben auch wieder kam, dass es neue
große Exportbeschränkungen vergeben haben. Da haben bei mir im Discord tatsächlich welche gleich aus Panik dann die Anteile verkauft von ASML, weil sie halt eben nur gesehen haben, wie viele Umsätze aus China dann eben kommen, aber haben sich halt nicht so ganz mit der Thematik beschäftigt. Natürlich sagen dann viele, hey, das muss man aber wissen als Aktionär, aber es gibt halt viele, die sich da nicht ganz so damit auseinandersetzen oder manche, ja, wissen es vielleicht halt auch einfach nicht besser, ja, aber das ist auch überhaupt nichts, worüber man sich schämen sollte. Ist aber etwas, was man halt, darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man so in Stockpicking dann halt reingeht, also einzelne Aktien sich dann kauft, da muss man schon wirklich alle Sachen dann eben abwägen und dann halt auch über das Unternehmen dann Bescheid wissen, ja, und das ist da ein wichtiger Punkt bei ASML. Aber ich glaube auch bei Intel, ja, da gab es zuletzt auch wieder ziemlich schlechte Nachrichten. Erzähl mal, was war da los? Genau, ganz kurz vielleicht noch zu ASML, weil ich es gerade gesehen habe. Also die Aktie ist ja schon ordentlich im Bärenmarkt, sehe ich gerade. 30% unterm Hoch ist, unter anderem gab es auch noch die letzten Tage von der UBS eine Abstufung auf neutral, vielleicht ganz interessant. Die sagen, ich weiß nicht, wie sie darauf kommen, aber dass ab 2025 im Schnitt eine deutlich geringere Ergebnissteigerung zu erwarten ist als zwischen 2018 bis 2025. Deswegen sagen sie jetzt nur noch neutral. Ne? Trotz des soliden Ausblicks für 2025 dürfte sich der Fokus bereits auf 2026, 2027 richten. Ne? Also ja, die scheinen schon ein mal, ne? Da kommen immer sehr viel Lärm von allen Seiten. Also die UBS scheint da schon sehr viel zu wissen, ja. Also ich kann da nur empfehlen, also das Management von ASML hat bisher immer einen sehr guten Job gemacht, vor allem was Guidance angeht. Und da war es eher der Fall, dass das noch konservativ war, ja. Und solange der Ausblick 2025 und 2030 vom Management selber gehalten wird, würde ich da auf sowas wie jetzt UBS oder so tatsächlich nie hören. Aber ich bin selber Aktionär, ihr wisst, also ich bin da auf jeden Fall gespannt, was das angeht. Genau, und jetzt Intel. Da gab es ja einmal jetzt, wann war das, letzte Woche oder so, diesen kurzen Spike nach oben. Also Intel steht mit dem Rücken zur Wand gerade. Es läuft querbeet schlecht, man profitiert null von diesem KI-Hype, verliert Marktanteile überall, vor allen Dingen Data Center und so läuft ja gar nicht. Man verdient ja auch kein Geld mehr. Und ja, jetzt ist man sogar überlegen, dass man ja Teile verkauft, um wieder ein bisschen Luft zum Atmen zu haben. Ich glaube auch diese neuen Chipfabriken, da gab es ja diese Chipfabrik in Magdeburg, die ja auch mit Milliarden Subventionen kommen sollte. Also ich glaube nicht, dass die noch kommt. Oder steht zumindest auf der Kippe. Ich wüsste nicht, also ich glaube nicht, dass das noch umgesetzt wird. Und jetzt gab es heute noch eine Meldung, dass unter anderem Qualcomm wohl Interesse hat, dieses Designgeschäft von Intel zu kaufen, um seine Produktpalette zu verbessern. Ja? Also könnte was dran sein, denn Intel will ja, wie gesagt, Anteile oder einige Bereiche verkaufen. Und wenn man so in finanziellen Schwierigkeiten ist, könnte das sogar ein guter Deal für Qualcomm sein, wenn man da zu einem Schnäppchen zuschlagen sollte. Da stand jetzt in der Meldung, jetzt ist ein Reuters-Bericht gewesen. Verschiedene Teile der Designaktivitäten von Intel werden in Betracht gezogen, insbesondere die PC-Design-Abteilung, die von großem Interesse ist, so eine der Quellen. Die Übernahme der Serversparte von Intel wird jedoch als weniger logisch für strategische Ziele von Qualcomm angesehen. Also schauen wir mal. Ja. Qualcomm kam auch zuletzt deutlich unter Druck, aber ja, Intel hatten wir, glaube ich, immer schon vorgewarnt, dass das eine Value Trap ist. Und ja, also siehst du da eine Trendwende jetzt bei Intel, selbst wenn die da irgendwas verkaufen? Also für mich heißt die müssen was machen, weil sie hoch verschuldet sind, vor allem auch mit Hinblick darauf, dass sie ja viel investieren wollen in ihr Fertigungsding. Das soll ja das große Zukunftsthema dann eben sein. Also ich glaube auch eher, dass der Deal dann wahrscheinlich für Qualcomm dann besser wäre, weil die wissen ja selber, also jeder kann ja die Geschäftsberichte einsehen, also jeder weiß ja da Bescheid. Also dass das jetzt irgendwie was Positives wäre, ich glaube, das unterstreicht einfach nochmal, wie ernst die Lage bei Intel dann eben ist. Also ich glaube, man kann sagen, Intel ist so das VW von der Chipindustrie, ja. Also da sieht es aktuell wirklich nicht gut aus und Intel ist auch eine Aktie, wo ich sage, wir haben es ja mal gesagt, also wenn dieses Fertigungsgeschäft oder so mal groß werden würde, ja, dann werden die mit Sicherheit auf aktuellem Stand ein Ten-Bagger werden oder mindestens ein Multi-Bagger, ja. Aber ich sehe die Gefahr sehr viel größer, dass es da halt eben in eine ganz andere Richtung noch weiter angeht, also dass Intel immer weiter so in die Bedeutungslosigkeit geht. Und irgendwann, ich glaube da auch nicht dann so an so eine
Wiedergeburt wie jetzt zuletzt bei IBM dann, weil dazu ist das Chip-Thema viel zu komplex, meiner Meinung nach. Sie haben jetzt sehr viele Konkurrenten, die Ihnen da große Probleme bereiten, und wenn du da einmal ins Hintertreffen gerätst, das ist wahnsinnig schwer, da wieder ein Comeback hinzulegen. Also wäre ich weiterhin extrem vorsichtig, was Intel angeht, ja. Und zusätzlich, was dann auch noch negativ war, was dann mit Sicherheit auch nicht so ganz gut für Nvidia dann eben war, es hat einen Shortseller-Bericht zu Supermicrocomputer gegeben von Hindenburg Research. Es ist einer der bekanntesten Shortseller. Die haben schon einige Unternehmen ins Visier genommen. Und das kam jetzt dann auch noch so on top. Also man merkt so, der Newsflow ist halt aktuell wirklich, also ja, grottig, kann man sagen, was Halbleiter angeht. Also ich glaube, es gab, oder gab es irgendeine gute, kannst du dich an irgendeine gute Nachricht die letzten Tage erinnern von irgendeinem Halbleiterunternehmen? Also es war halt alles wirklich schlecht, ja. Und dadurch, dass halt diese Sparte, ich glaube, das war wahrscheinlich die erfolgreichste, oder so in den ersten 6 Monaten, ja, wenn man mal Kakao außen vor nimmt, ja. Es war jetzt so, dass sogar der Geschäftsbericht verschoben werden musste. Und das sind schon immer sehr schlechte Anzeichen, meiner Meinung nach. Ja. Und was für mich so das allergrößte Problem ist, also jeder, es kann sich jetzt natürlich jeder so den Bericht von Hindenburg Research da mal selber durchlesen. Gerade für die Leute, die sich für die Aktie interessieren, ist es natürlich immer sehr wichtig, dass man sich sowas durchliest. Was für mich jetzt da aber, also eben das eine ist jetzt schon mal, ja, so, also für mich eigentlich sogar eine Red Flag, wenn man den Geschäftsbericht jetzt erst später rausbringt, denn das heißt ja eigentlich, dass sehr wahrscheinlich etwas nicht stimmt. Das heißt aber mindestens, dass sie es überprüfen. Was für mich aber das viel Schwierigere ist, das wusste ich jetzt zum Beispiel auch nicht, also das hat Hindenburg selber auch gesagt, dass 2018 Supermicro schon mal nicht in der Lage war, den Finanzbericht rechtzeitig vorzulegen, und dann wurden sie von der Nasdaq ausgeschlossen, und 2020 war Supermicro auf der Liste von der SEC wegen Bilanzverstößen, also da sind sie zumindest mal registriert worden. Also es ist nicht das erste Mal, dass bei Supermicro solche Themen aufkommen. Viele sehen jetzt natürlich aktuell so diese wahnsinnig günstige Bewertung, die sie da aufrufen, ja, aber es ist ein ganz schwieriges Thema, meiner Meinung nach. Also das ist eine Aktie, das könnte noch in ganz andere Regionen, also nach unten dann vorstoßen, weil ich habe selber auch gesagt, also es gibt viele Sachen, über die ich mal hinwegsehen kann. Wir haben es ja zuletzt zum Beispiel gehabt, dass meine Dollar General 30% mal nach den Zahlen abgestürzt ist. Ja, ich kann über viele Sachen hinwegsehen. Wenn es aber an Bilanzmanipulationen geht oder so, das ist absolute Red Flag. Also ich glaube, das sollten wir auch in Deutschland so Thema Wirecard oder es gab ja einige Sachen, ja, dann gab es was mit Kränke, dann gab es was mit Luckin Coffee, wir hatten Archer Daniels, also da hat man ja gesehen, wie schwierig das ist und wie lange Unternehmen da auch immer brauchen, also überhaupt um sich zu erholen oder erholen sich gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wie siehst du die Thematik jetzt so aus Trading-Sicht, ja, weil wenn man sich so anschaut, ja, Supermicro, ich glaube, die waren sogar mal vierstellig zuletzt, da sind sie jetzt weit davon entfernt, die Bewertung, die sieht sehr günstig aus. Wie handhabst du so ein Thema? Siehst du das auch mal kurzfristig als Chance oder vielleicht sogar als Short-Chance? Ja. Genau, ja, sagt man da was dazu. Ich hatte lustigerweise sogar wirklich dann gesagt, für mich ist da so eine kleine Erholung eher eine Short-Chance, denn auch in dem Boot, wenn es berechtigte Bilanzsorgen gibt oder Manipulationen, dann ist das Hauptproblem, ist, sie haben ja eigentlich gesagt, dass das keine materiellen Auswirkungen hat und so weiter, und dass hier die Prognose steht und so weiter, aber die US-Märkte sind dort krass, denn sie haben dann so krasse Bewertungsabschläge auch einfach für solche Unternehmen, weil eben das Vertrauen ins Management nicht mehr da ist, und das war ja jetzt, wie gesagt, nicht das erste Mal, das gab es schon sehr häufig, und in diesem Shortseller-Bericht, der kam, da wurde dann direkt gesagt, ja, okay, Punkte, ja, aber ist irgendwie alles nichts Neues, ja. Und da hat ja Hindenburg schon wieder darauf hingewiesen, hier Bilanz, das stimmt, Position nicht, oder da gibt's dann irgendwie, da werden irgendwelche Sachen intern an Verwandte verkauft und so, oder fließen Gelder intern, solche Geschichten halt, ne, das ist nie gut. Und wenn dann daraufhin einen Tag später auf einmal gesagt wird, ja, wir müssen doch jetzt hier unseren Abschluss verschieben, das ist für mich eine absolute Red Flag. Ja. Also spätestens dann hätte ich die Reißleine gezogen. Ich hatte die Aktie zum Glück nicht im Depot,
Und man sieht aber auch jetzt die letzten Tage, die Aktie kann sich nicht wirklich erholen. Und deswegen, ich bin jetzt aber auch nicht short oder so, aber ich bleibe da an der Seitenlinie. Das Problem ist ja auch, dass Supermicrocomputer ein sehr großer Kunde war oder ist von Nvidia. Ne? Ich glaube, der drittgrößte oder sowas waren sie. Und das strahlt natürlich dann vielleicht auch so ein bisschen auch auf Nvidia aus. Ne? Das ist nicht gut, wenn so ein großer Kunde dann hier Problemchen bekommt. Also es gab jetzt Ja. auch viele Analysten, die abgestuft haben, natürlich viel zu spät auch teilweise und so. Na, jetzt ist das Kind ja schon halb in den Brunnen gefallen. Sie hat 2/3 an Wert verloren vom Hoch. Aber ja, ist trotzdem, wenn man sich mal so anschaut, seit 2023 Anfang, ist immer noch ein Vervielfacher, ja. Aber ich würde da jetzt mal abwarten. Sie hatten jetzt vor 2 Tagen oder so, glaube ich, nochmal einen Brief an Kunden und Partner geschickt, dass all diese Themen nichts an Auswirkungen haben, was die Produkte angeht, also an die Pipeline und so weiter. Aber ja, ist klar, da versucht man immer zu beschwichtigen, aber an der Börse ist eben Vertrauen mit das Wichtigste. Und deswegen, ja, niedrige Bewertung hin oder her, das Thema hatten wir auch schon oft, ja. Was bringt dir eine niedrige Bewertung, wenn dann am Ende doch das Vertrauen nicht mehr wiederkommt oder wenn dann doch nochmal das nächste Ding kommt einfach, ja, wenn das dann heißt, nee, okay, hier, das müssen wir nochmal korrigieren in der Bilanz. Also für mich ist es jetzt eher schwierig. Ich bin da Nee, vor nicht allem so. eine Bilanzmanipulation, das kannst du von außen als Kleinaktionär oder auch jemand, der da Research wird, das kannst du nicht absehen, weil es dann Nö. halt frisiert ist, ja. Also das ist ein super schwieriges Thema, ja. Also natürlich sollte jetzt da wirklich rauskommen, dass da gar nichts dran ist, ja, dann wird die Aktie, ja, da könnte es an einem Tag mal tatsächlich, also hoch zweistellig oder vielleicht sogar mal einen Verdoppler geben, gar keine Frage, aber das Risiko ist enorm, ja. Weil es gibt jetzt schon Anzeichen dafür, dass vielleicht was nicht stimmen könnte. Und es ist eben auch nicht das erste Mal. Das hat mich tatsächlich auch überrascht. Das wusste ich nicht, weil ich selber war jetzt in der Aktie noch nie investiert. Deswegen habe ich mich jetzt auch nie so ausführlich damit beschäftigt. Ich habe ja auch schon mal gesagt, ich finde das Thema auch sehr schwierig, so sich da auch einzulesen, einzuarbeiten, so dieses Rechenzentrum-Thema. Da finde ich, gibt es andere Sachen, die ich da einfach besser einschätzen kann. Also, das sind einige wirklich heftige Anschuldigungen dabei, und für Leute, die sich für die Aktie interessieren oder so vielleicht sogar investiert sind, also sollten sich unbedingt einen Short Report dazu mal durchlesen von Hindenburg Research. Interessantes Thema, ja. Ja, Also und wir werden es vielleicht auf noch jeden Fall ganz verfolgen. kurz Ja. zum Schluss, ein Problem, wieso die Aktie schon im Vorfeld dann gefallen war, waren ja die letzten Zahlen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Sie sind zwar stark gewachsen, aber die Margen, die waren ja brutal unter Druck. Und da hatte das Management ja jetzt behauptet, nee, 2025, dann wird ja auch wieder alles besser und so, ne, das wiederholt sich wieder. Aber dem glaubt man halt jetzt vielleicht auch nicht mehr so wirklich, ja. Und ich bin mir auch, also ich habe keine Ahnung, ob das wirklich zu machen ist. Und deswegen wird es die Aktie schwer haben. Und jetzt lass die noch einmal bei einem Quartal die Erwartungen verfehlen, dann rappelt es halt nochmal. Ne? Und dass da jetzt eine krasse Rallye kommt, weil jetzt alles doch nur irgendwie halb so wild war, glaube ich auch eher nicht, weil sonst hätten sie ja auch nicht den Jahresabschluss und so verschoben und das nicht schon wiederholte Male jetzt diese Probleme gehabt. Also von daher, ich bleibe da eher an der Seitenlinie. Vielleicht mal ein kurzer Zock, okay, aber investieren würde ich da jetzt aktuell nicht. Ja, und es hat oft seine Gründe, wenn sehr viele Short, also wenn da sehr viel geschortet wird auf eine Aktie, das ist oft ein schlechtes Zeichen, ja. Also nicht immer, gar keine Frage, aber wir wollen euch da einfach nur sagen, also geht da mit höchster Vorsicht dran, weil natürlich ist es verständlich, dass wir, boah, günstige Bewertungen und so jetzt, ja, da kann man jetzt viel mitnehmen auf einmal, ja, aber es kann auch noch deutlich nach unten gehen. Ja. Deswegen genau, wir bedanken uns wieder recht herzlich fürs Zuhören und hoffen, dass ihr auch nächste Woche dann wieder mit dabei seid. Und wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Macht's gut, ciao, ciao. Bis nächste Woche. Ciao.